Ja, hallo Freunde. Heute mal etwas mehr Videos, weil sich doch jetzt gerade ein bisschen mehr tut. Also ihr könnt es vielleicht erkennen, aber vielleicht auch nicht. Ich bin am Schleifen. Das heißt, ich versuche eine schöne Kontur schon mal zu schaffen, die dann hinterher sich gut spachteln lässt, weil solche Sachen hier, die müssen natürlich gespachtelt werden. Leider sind mir auch ein paar Leisten rausgebrochen, da war ich ein bisschen zu forsch, aber das entmutigt mich gar nicht. Was man hier schon ganz gut sehen kann, ist, dass der Vordersteven zu sehen ist und dass halt hier diese Kante langsam etwas schmaler wird, das heißt, es läuft etwas spitzer zu langsam. Genau das, was ich haben wollte. Man sieht aber auch, dass hier überall Rillen drin sind. Was daher kommt, dass einige Blanken halt ein bisschen dünner waren, einige ein bisschen dicker. Vielleicht die eine ein bisschen fester angedrückt wurde, die nächste nicht so feste. Also es liegt nicht nur an den Leisten. Es kann mal an einer Leiste liegen, aber bei so einer Masse, denke ich mal, ist es eher mein Fehler. Und nicht der Fehler der Leisten. So, hier sieht man natürlich auch ganz schön, dass die Kanten hochstehen. Das heißt, ja, wie erkläre ich das jetzt? Dadurch, dass wir jetzt hier so eine Schräge haben, haben die Leisten nicht gerade gesessen, sondern alle so ein bisschen gekippt, nach oben gekippt. Und dadurch kommen jetzt solche Strukturen hier zutage. Ist aber auch nicht weiter wild. Das ist nur hier dieser begrenzte Bereich. Hier hatte ich das auch gehabt. Habe ich schon angefangen beizuschleifen. Sieht man auch ganz gut, dass hier immer so eine Kante weggeschliffen ist bis zur nächsten. Das ist aber normal. Also ich muss da jetzt noch ein bisschen schleifen und dann fange ich an zu spachteln. Wenn ihr schleift, dann tut mir bitte einen Gefallen. Schleift niemals so in diese Richtung, sondern schleift diagonal zum blanken Verlauf. Also diagonal, diagonal, immer abwechselnd. Wenn ihr nämlich in diesem Verlauf schleift, dann kann es euch nämlich passieren, dass ihr dann hier schön mit dem Schlingelpapier reingeht, mit reindrückt. Und solche Dinger hier noch verschlimmert, dass das noch tiefer wird. Das will man natürlich überhaupt nicht haben, sondern man will ja, dass das Ganze sich langsam anpasst. Dass eine Blanke so hoch ist wie die nächste. Und das erreicht man wirklich nur, wenn man diagonal schleift. Es geht nicht immer, wie jetzt hier zum Beispiel. Da komme ich natürlich nicht so gut vorwärts. Aber naja, es wird. Ist ja nicht auf Zeit, muss ja jetzt nicht innerhalb von 3 Tagen fertig werden. Ich will natürlich fertig werden, aber nicht auf Biegen und Brechen. Soll schon schön werden. Deswegen werde ich heute noch ziemlich schleifen und heute Abend, bevor ich dann aufhöre zu schleifen, werde ich dann mit dem Pinsel den ganzen Staub entfernen und werde dann anfangen zu spachteln. Wir können uns auch mal die andere Seite ansehen. Die ist unbehandelt. Da habe ich noch gar nicht geschliffen. Ja, hier habt ihr noch richtig schön die. Ich weiß nicht, was die Kamera heute hat. Die hat irgendwie ein Problem mit dem Zoom. Jetzt sieht das doch besser aus. So. Also hier seht ihr schon, ne, kann ich mit dem Fingernagel hängen bleiben. Ist völlig unbehandelt. Auch hier das Stick. Völlig unbehandelt. Ich drehe es mal. Ich glaube, dann sieht man es auch ganz gut. Den Unterschied, gerader Kantenverlauf und unten halt nicht gerade, gar nicht schön. Aber wie gesagt, das ist nicht schlimm. Ich hätte es ja extra so gemacht. Jetzt sieht man auch, dass hier der ursprüngliche Kantenverlauf, den ich mal gezeichnet habe, viel weiter innen liegt als das wirkliche Profil. Ja, wie gesagt, soweit bin ich jetzt. Das ist heute schon das dritte Video, was ich mache. Gut, es sind kürzere Videos, aber
Ich glaube, das ist besser, wenn ich es so mache, einzeln, weil jedes Jahr ein bisschen anders ist. Jedes hat mit einer anderen Art der Arbeit zu tun. Deswegen denke ich mir, braucht man das nicht in ein Video packen, sondern packt man das über drei verschiedene, drei kurze Videos. Ist für euch auch nicht so elendig lange dann anzusehen, das Elend. Gut, das war jetzt sehr selbstkritisch. Aber soll euch ja auch ein bisschen was bringen. So. Und wenn es halt um Schleifen geht, sage ich mal, das ist ja eine Grundarbeit, die hinterher den ganzen Rumpf eigentlich zeigt. Ja? Also wenn ihr hier irgendwie Scheiße baut beim Spachteln und beim Schleifen, dann habt ihr hinterher beim Lackieren echte Probleme. Weil kleinste Kratzer, kleinste Unebenheiten, die treten dann richtig zutage. Ich habe es schon oft genug gehabt. Ich möchte es nicht gerne haben. Deswegen versuche ich jetzt möglichst viel zu schleifen, möglichst akkurat zu schleifen. Ich schleife übrigens von Hand, nicht per Maschine. Da liegt mein Schleifklötzchen. Also diese runden Dinger, die habe ich mir da drunter gelegt als Unterlage. Kosten nicht so viel, so eine Meterstange. Ich glaube 2 € oder so. Ist eine gute Investition, weil die sind sehr weich. Das ist halt so ein Schaumgummizeug, was man um Rohre macht, zur Isolation, Wasserrohr, Heizungsrohre. Ja, aber findet ihr jetzt bei mir halt diesen schönen, ja, diese schöne Aufgabe, kann man sagen. Funktioniert recht gut. Ja, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns dann, ich würde sagen, morgen. Spachteln werde ich nicht aufnehmen, das mache ich dann bei der zweiten Seite. Jo, gehabt euch wohl und habt Spaß an dem, was ihr tut. Ciao.